An dieser Stelle würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen mal auf Sachen, die uns generell gut tun. Wir hatten nämlich noch zwei Sachen bei den Steuern, Ja. die relativ toll waren, nämlich die Punitive Tax on Superstores, also die bestrafenden Ja. Steuern auf diese großen Einkaufsmalls. Damit wird die lokale Wirtschaft und die lokalen Einzelhändler gestärkt. Das ist etwas, was uns helfen könnte. Es hat einen Einfluss aufs GDP, aber es hilft auch, Car-Usage runterzubringen und es sorgt ja auch dafür, dass die kleinen Läden erhalten bleiben. Bin ich dafür? Okay, das ist schön. Dann machen wir das mal. Und da hätte ich jetzt auch gesagt, ruhig auf diesem mittleren Niveau. Oder würdest du sagen, wir können ruhig noch höher gehen? So an die Ein Grenze Stück hier. noch. Ja, genau so auf die, genau in diese. So kurz bevor es zu viel wird. Warte, machen wir jetzt vier, dann haben wir zwei. Nee, wir führen es neu ein. Da kostet es nichts. Ach ja, stimmt. Also 3,9 Ja. Milliarden, das ist schon ganz gut. 3,9 oder wir machen es rund und gehen auf 4. Dann sind wir vielleicht bei 46%. Ja, okay. Dann haben wir das. Was haben wir noch bei Tax? Diese Transaktionssteuer. Also da gibt es noch ein paar Sachen, die wir uns wirklich nochmal angucken könnten, wenn wir wieder politisches Kapital dafür haben. Ja. Wir könnten mit. Wir haben jetzt noch 8, da hatten wir doch auch, nee, bei, da hatten wir doch auch was Schönes noch bei Public Services. Das Drug Treatment Scheme, hattest du gesagt, würde dir gefallen. Es setzt unsere Gesundheit hoch, damit haben wir, greift nicht direkt das an, wo es ums drum geht, aber gefiel dir, habe ich so im Hinterkopf. Und ich habe immer noch mein Schielauge auf den Foodstamps. Ja, ich verstehe. Es ist auch die einzige Möglichkeit, hier so nochmal reinzuhaken. Weil dieser Grundansatz des Sozialstaates, wie er bei uns auch im Grundgesetz ja verankert ist, wobei man über jeden Punkt nochmal diskutieren kann, ob das jetzt ausreicht oder ob das richtig ausgestaltet ist, das ist halt ein gänzlich anderer Ansatz, als zu sagen, du gibst Food Stamps aus. Ja. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen bei jeder Runde, die wir das spielen, so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es um die Food Stamps geht. Und letztlich haben wir aber an der Stelle kein anderes Mittel. Wir haben keine Alternativen dazu, das stimmt. Aber es ist auch In irgendwie, wenn man jetzt spielmechanisch drauf achtet, ne? Wir haben schon diese 7 Bereiche. Da ist super viel drin. Wenn jetzt halt noch mehr Ausgestaltungsmöglichkeiten, dann sitzt man so lange vor einer Liste. Also es ist halt, das wäre eine interessante Sache, sich zu überlegen, wie man das noch anders präsentieren könnte. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es einigermaßen, dass man so, je öfter man es spielt, so langsam auch anfängt, die verschiedenen Politiken alle in irgendeiner Form kennenzulernen. Aber trotzdem ist der Wunsch natürlich da, dass man feine Juristagemöglichkeiten hat. Das kann ich auch irgendwie. Aber es ist halt so, also die Balance, die wir hier haben, finde ich schon eigentlich ganz gut. Deswegen, auch noch mal spannend, wenn jetzt die Beta rauskommt und dann über die Mods man noch mal selber reingehen kann und eigene Bereiche ausgestalten kann. ja. Also gerne die Food Stamps, genau mit dieser Begründung. Ja, und dann erstmal relativ niedrig. Hätte ich jetzt Ja, also gesagt. die kosten uns halt wieder relativ viel, Ja. das was wir gerade eingenommen haben, aber schlussendlich hilft es uns ja auch wieder. Also würde ich so auf diesem Niveau vorschlagen. Okay. Sind wir bei 4? Könnten wir eigentlich fast schon in die nächste Runde gehen. Okay. Dann machen wir es ja. Wir sind bei Hi. CCC, also okay, wir spielen auf schwer. Es ist die Sache, auf jeden Fall. Dass der Hebel über diese finanzielle Nummer kommt, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich auch nicht. Ja, und da ist die Real Estate Bubble, aber die geht sogar ein kleines Stück runter. State Housing ist da in Effekt. Und wenn das unser größtes Problem ist, was kurz bevorsteht, dann sind wir auf einer sicheren Seite, jedenfalls was das angeht. Die Weltwirtschaft fängt gerade an, sich zu fangen, aber unsere... Ach, wir sind zwei... Sind wir zwei Dings runtergesetzt worden? Auf jeden Fall sind wir super hoch geknallt. Unser GDP fällt nach unten. Ja, es ist halt jetzt dreifach C, das ist schon krass. Ja. Könnten wir mal auf die... Könnten halt gucken, wo wir noch was rausziehen können. Was sagt die Fettleibigkeit? Kurz davor. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen nochmal in eine Junkfood-Steuer und knallen da noch einen drauf. Ja. So einen Müh für einen. Ist halt kaum Geld mehr, aber wo wir gerade dabei sind. Möchte jetzt eigentlich überall nur Geld generieren. Einsparen. Wir müssen mal gucken, ob es noch irgendwelche Sachen gibt, wo wir die Probleme jetzt gelöst haben, wo wir nicht mehr komplett reingehen müssen. Also wir könnten gucken, ob wir beim so Community... Okay, Community Policing kostet kaum was. Ich kann mir gut vorstellen, der Geheimdienst wäre so ein Ansatzpunkt, das ein Stück runterzufahren. Wir haben immer noch die Internetkriminalität. Und da wirkt okay. Der Geheimdienst direkt. Siehst du irgendwo Sparpotenzial in einem der Bereiche? Wir können mal hier auf Ausgaben gehen. Guck dir mal an, das größte Problem tatsächlich sind unsere Kreditraten. Das ist der größte Ausgabenpunkt. Ja. Ein Grund, dass wir immer wieder drauf geguckt haben, dass wir nicht so krass ins Minus kommen, so lange Zeit. Jetzt weiß ich auch welchen. Also ich glaube, uns bleibt gerade nicht viel übrig, als Ausgaben so ein Stück weit zu reduzieren und oder Einnahmen zu erhöhen. Aber auch Healthcare Vouchers. Ja, aber da gehen wir ja direkt auf den privaten Sektor ein. Da weiß ich nicht, wie wir zur privaten Krankenvorsorge stehen. Also können wir machen, ihr entlastet jetzt unsere Krankenhäuser, klar. Ne, es entlastet vor allem gewaltig unsere Kasse, weil wir da 20 Milliarden für ausgeben. Es senkt die Armut, aber bei der Armut sind wir, wenn wir mal drauf gucken, Poverty, sind wir relativ gut aufgestellt. Wir können das auch erstmal machen und irgendwie sagen, wir lassen das jetzt zwei Runden laufen, damit wir unser Defizit wieder einfahren können und gucken so es dann nochmal an. Also was meinst du mit, wir lassen es? Ich würde die Kosten vielleicht ein Stück zu reduzieren und dann uns das anzuschauen und zu überlegen, ob wir es wieder höher nehmen. Also einfach mal so um 7 Milliarden senken, würde uns 3 kosten. Ja. Okay. Dann, das ist mir halt ins Auge gefallen. Dann Military Spending, weiß ich auch nicht, ob wir da ran wollen. Nicht, wenn wir ein Nachbarland haben, zumindest. Nicht, wenn wir einen Krieg im Nachbarland haben. Das stimmt, ja. Um mal sicher zu sein. Könnten wir uns diese Ehegattensteuergeschichte nochmal angucken? Das ist rechts gleich das oberste. Also eine Steuererleichterung für verheiratete Paare. 3,8 Milliarden. Würde ich ehrlich gesagt aus Fairnessgründen sogar ein Stück zurückgehen. Also ich kann total nachvollziehen, warum es das gibt. Als jemand, der nicht verheiratet ist, aber trotzdem in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, finde ich es einfach schwierig. Wir könnten es
um 5 mit 5 politischem Kapital einfach mal um 1,7 Milliarden reduzieren. Und es ist gar nicht so ein großer Impact. Ja, ich finde das gut. Das ist ein schönes Zwischending. Okay. Dann haben wir noch 15. Gucken wir nochmal auf die Ausgaben. Was denn others? Achso. Waren jetzt ehrlich gesagt so die Sachen, die ich sofort gesehen habe. Ich glaube, uns bleibt wirklich nichts anderes übrig, als kurz mal zu sparen, vielleicht auch in die nächste Runde zu gucken und mal zu schauen, wie sich das jetzt auswirkt. Wir haben ja jetzt mehrere Milliarden eingespart. Vielleicht hilft es ja schon. Wir können allerdings auch bei den Steuern nochmal reinschauen, ob wir da mit der internationalen Finanztransaktionssteuer was machen können oder mit dieser Kryptowährungs. Ah, stimmt. Wir haben bei den Tax hätten wir noch. Nee. Gerade nicht. Die kostet 18. Das wären so meine beiden nächsten, die ich mir gut vorstellen könnte. Das können wir auch in der nächsten Runde machen. Wir haben so viel Kohle gerade, also so viel fehlendes Geld, dass wir eh nicht viel machen können. Das stimmt. Ja, gucken wir uns mal an, wie es. Wir nehmen die 15 einfach mit rüber. Möchte auch die Entwicklung sehen jetzt. Ah, endlich mal wieder was Positives. Unser Tourismus geht hoch. Wir haben einen internationalen Literaturpreis gewonnen und der Tourismus geht hoch, weil das Buch, was den Preis gewonnen hat, in unserem tollen Land spielt. Plus 12 Tourism. Oh, und wir haben einen Vorteil, eine egalitäre Gesellschaft. Krass. Sorgt dafür, dass die Kriminalität runtergeht und dass jeder eine bessere Meinung von uns hat. Als Vorteil. So, und hier haben wir in den Nachrichten haben wir wieder die Süßigkeitenfirma, die ein Problem mit der Junkfood-Tax hat. Tja, Vorteile. Gig-Economy sinkt langsam ab. Nicht-kompetitive Wirtschaft ist gleich geblieben. Fettleibigkeit ist fast vorbei. Asthma-Epidemie geht weiter runter. Internetkriminalität sinkt auch langsam, aber stetig ab. Unser Defizit ist um 4 Milliarden besser geworden. Und die Weltwirtschaft, naja, stagniert. Sie steigt noch nicht wirklich an. Also wir sind eigentlich wahnsinnig gut, aber die Schulden töten uns. Unsere Popularität 99,75. Wir wissen nicht, wie viele Nichtwähler, aber wir spielen es auf schwer, genau. Die Schulden fressen uns auf, das hast du schön gesagt. Ja. Also und auch der Krieg im Nachbarland hat sich ja auch nochmal negativ ausgewirkt bei uns auf die Wirtschaft. Ja. Also ich finde, Financial Transaction Tax eigentlich sogar noch schöner als die Cryptocurrency, weil es eine höhere Gewinnmarge. Die Ausgestaltung, was wir da machen können. Ja, ist die große Frage, das stimmt. Was waren deine Favoriten? Sollen wir sie nehmen oder siehst du noch was anderes, was dich jetzt anlacht? Würde mir, aber das ist vorrangig so ein Interessensding, ich würde mir gerne die Menschen-Tax nochmal anschauen und die Mortgage-Tax Relief. Ja, eine spezielle Steuer für super kostspielige Häuser. Das finde ich halt einen ganz spannenden Ansatz, auch nochmal im Sinne dieser Immobilienblase, die wir vorhin hatten. Ja. Weil normalerweise würden wir ja auf die Grunderwerbsteuer gehen oder auf die Grundstückssteuer oder was auch immer. Und hier ist es ein bisschen schärfer auf bestimmte Einkommensgruppen beziehungsweise Gruppen mit einem
mit einer höheren Zahl auf dem Bankkonto. Ja. Insofern, das kann man, glaube ich, gut argumentieren. Und wir können sie auch relativ niedrig. Ich finde das eigentlich auch schön und genau. Wir haben gerade was angespart, deswegen können wir diese relativ teure Sache halt auch einführen. Wollen wir? Okay, dann 2,4 Milliarden, das ist schon nicht schlecht. Die Wealthy finden es nicht super, High Earnings auch. Es ist ja im Prinzip. Ja. Auf 2? Mhm. Beziehungsweise so auf 2,05, weil dann sind wir an der Grenze. Oder, ja, 2,04. Ja. Okay. Einkommensquelle gefunden. Und wir belasten nicht nochmal zusätzlich die mittleren Einkommens. Gefällt mir daran ganz gut. Ja. Okay. Was hatten wir denn noch? Es gab noch diese Steuer auf Luxusgüter. Da weiß ich aber nicht, ob wir dann nicht langsam auch zu krass eingreifen in den Wirtschaftskreislauf. Ja. Wir könnten die Jugendclubs mal machen. Auch nicht viel. Ich meine, hilft uns jetzt nicht direkt bei der Geldgeschichte, aber... Aber bei allen anderen. Und wenn die Kriminalität zurückgeht, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass wir vielleicht das ein oder andere Problem, was uns Geld kostet, auch nicht haben. Dann würde ich das nämlich jetzt machen und tatsächlich so auf diesen Bereich ziehen. Fällt mir gut. Okay, dann sind wir jetzt genau auf 0. Ich finde das einen guten, wir sind so auf der Hälfte der Amtszeit. Ich finde das jetzt eigentlich einen guten Punkt. Eine Pause einzulegen. Bei mir ruft das Bett auch lauter. Ich würde nur unglaublich gern noch sehen, ob wir mal bei unserem Defizit irgendwas, also ob sich da jetzt irgendwas verändert hat. Okay, dann mache ich. Ob du das auch möchtest. Ja, dann mache ich einmal nächste Runde. Wenn wir ein Dilemma haben, dann können wir damit nächste Woche einsteigen. Weil das bleibt ja da. Obesity ist vorbei. Wie schön. Wir haben ein Dilemma. Tax Evasion ist ein Problem, was kommt. Wir haben ein Dilemma. Darum müssen wir uns noch kümmern. Das bleibt hier bei nächste Runde. Und unser Defizit ist gesunken um 3 Milliarden. Aber leider nur um 3. Aber wir haben ungefähr so viele neue Einnahmen eingeführt. Dann haben wir jetzt eine Woche Zeit, uns Gedanken zu machen, wo wir noch Einkommensquellen erschließen können und auf welche Dinge wir im Zweifelsfall verzichten oder ein Stück weit runterfahren. Ja, das war's für heute mit der Dienstagspolitik. Danke, dass ihr hier wart und wie immer bei der Dienstagspolitik hat das letzte Wort Romy. Und das letzte Wort richtet sich an dich. Ich freu mich total, dich morgen mal wieder auf der Bühne zu sehen. Das ist schon so lange her und da freue ich mich drauf. Und ja, euch allen eine gute Nacht. Eine gute Nacht. Gehabt euch wohl. Bis hoffentlich morgen. Würde mich sehr freuen. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.